bleibt mal alle für einen Moment stehen oder sitzen und geht mit mir auf eine kurze Reise. Lasst eurer Vorstellungskraft freien Lauf. Es ist Ende Mai, ein schöner Sonntagnachmittag mit schönem Wetter diesmal und bald wird's Abend. Es ist der 25. Mai 2014, ein Wahltag, mal wieder. Aber diesmal ist es anders als sonst, obwohl die Plakate von den anderen Parteien genauso nerven wie sonst, weil keine Inhalte draufstehen. Aber, liebe Freunde, haltet inne und stellt euch vor, es ist Europawahl und alle gehen hin. Was wäre das für ein Europa? Am Wahltag um 18 Uhr, wenn die Balken hochgehen. Ich sag's euch, das ist ein grenzenloses Europa, das im Begriff ist, mit der Herrschaft der Banken zu brechen, die Lobbymacht in Brüssel einzugrenzen und wahre, gemeinsame und vor allen Dingen länderübergreifende europäische Demokratie zu bauen. Und zwar ganz ohne die Rechtspopulisten, egal ob vom Front National, der AfD oder wie der Wolf im Schafspelz von der CSU. Europa steht gerade deshalb vor großen Herausforderungen, aber auf die meisten dieser Fragen gibt es immer wieder diesen Einheitsbrei, die gleiche Leier von den anderen Parteien. Und das trifft besonders auch auf CDU und SPD zu, die sich ja Europaparteien nennen. Aber wenn die von Europa reden, dann ist es immer so, als ob sie vom Geschichtsbuch vorlesen. Und sie reden immer von längst Vergangenem. Sie reden vom Zweiten Weltkrieg, von der Montanunion. Klar, sage ich, das ist europäische Geschichte. Ohne das wären wir nicht heute hier. Aber sie schaffen es einfach nicht, den europäischen Gedanken hierher nach 2014 zu bringen und auch über 2016, 2020, über das Europa in 20 Jahren nachzudenken. Und wir Piraten, wir denken diesen europäischen Gedanken weiter, weil für uns vieles schon, und zwar zu Recht, selbstverständlich geworden ist. Dass es keine Grenzen mehr zum Beispiel gibt. Darüber möchte ich, dass wir in Europa nicht mehr reden. Grenzkontrollen sind eine Sache der 80er. Und wir leben diese Vision eines grenzenlosen Europas bereits in unserer Partei. Wir haben zwei schwedische Abgeordnete, die ich ohne Probleme meine Kollegen nennen kann. Die europäische Demokratie nimmt in dieser Vision eine ganz besondere Stellung ein, weil in den kommenden Jahren so viel auf dem Spiel steht, viel richtig gemacht werden kann, aber auch sehr viel falsch. Und wir möchten an einer neuen Demokratie arbeiten, die den Nationalstaat nicht braucht, ihn sogar überwindet, denn Grenzen trennen und sie erzeugen auch menschliches Leid. Wenn wir von der europäischen Demokratie von heute sprechen, dann gibt es die erstmal nicht so richtig und da, zum Beispiel im Parlament, funktioniert sie noch nicht richtig. Und das hat einen Grund. Die Europäische Union, so wie sie heute ist, ist entstanden aus nationalen Zugeständnissen. Das Ergebnis ist ein Vertragswerk wie ein Flickenteppich. Ein Flickenteppich, in dem nationale Interessen Vorrang vor der Gestaltung eines großen, ganzen, neuen bekommen haben. Und das ist natürlich ideales Terrain für Lobbyisten. Undurchschaubare Institutionen, über die die Presse nicht gerne berichtet und die die Bürger eben sehr undurchschaubar finden. Mit ganz vielen Sonderrollen. Und vor allem aber macht es das auch leicht für Mitgliedstaaten und Populisten, einander die Schuld in die Schuhe zu schieben für Entwicklungen, die wo ganz anders ihren Ursprung nehmen, oder eine Regelung über die Hintertür einzuführen. Und genauso ist es geschehen bei der Vorratsdatenspeicherung. Nachdem das Bundesverfassungsgericht diese kassiert hat, hat die Große Koalition, die erste Große Koalition unter Merkel, sie in Brüssel durchgedrückt. Und dann ließ man verlautbaren, ja, wir können uns nicht gegen EU-Recht stellen. Jetzt müssen wir. Und das darf einfach nicht sein, weil das die Substanz von Demokratie und Rechenschaft vor den Menschen angreift. Das ist keine Demokratie. Wenn Urteile ignoriert werden und Brüssel als letztlich Sündenbock missbraucht wird und immer nur die Erfolge, die werden dann wieder von den Nationen getragen, aber die Misserfolge, das war dann immer Brüssel. Und das darf nicht sein. Auf europäischer Ebene gibt es aber trotzdem Lichtblicke. Zum Beispiel hat auch eben diese Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung, das wurde gekippt vom Europäischen Gerichtshof dieses Jahr.
wenig überraschend natürlich, weil die anlasslose Überwachung von Europäern natürlich auch gegen EU-Grundrecht verstößt. Danke Europa! Ein weiterer Lichtblick ist das Europäische Parlament, für das wir drei hier kandidieren. Viel zu oft wird es aber auch von nationalen Interessen in Geiselhaft genommen. Seit Jahren schon fordern die Abgeordneten, dass das Parlament nur noch in Brüssel tagt, nicht mehr in Straßburg, weil der Wanderzirkus eine Zumutung für sie selber und natürlich auch für uns Steuerzahler ist. Aber Pustekuchen, im Rat blockiert Frankreich die Entscheidung aus Prestigegründen. Warum? Daran müssen wir was ändern. Und deswegen fordern wir Piraten, dass aus der Union der Staaten eine Union der Menschen wird. Wir brauchen wieder einen europäischen Konvent, eine verfassungsgebende Versammlung wie vor 10 Jahren schon. Aber die soll diesmal aus demokratisch gewählten Vertretern der Zivilgesellschaft bestehen, nicht nur aus Parteipolitikern oder Staatsmännern. Das Ergebnis wird dann EU-weit in einer Volksabstimmung am selben Tag abgestimmt. Und wir wollen diese Neugründung von Europa von unten gegen das Partikularinteresse von Staaten, Lobbyisten und Banken. Und die Bausteine dieser Verfassung müssen auf jeden Fall ein Parlament sein, das seinen Namen verdient. Das Recht, Gesetze einzubringen, muss unbedingt her für das Brüsseler Parlament. Eine neue europäische Bürgerinitiative mit weniger Hürden und der Ergänzung durch den verbindlichen EU-Volksentscheid. Und wir brauchen ein umfassendes Anti-Lobbyismus-Gesetz, nach dem jede Stelle, die in Brüssel ein Büro hat, um die Entscheidung zu beeinflussen, offenlegen muss, wie viele Mitarbeiter, was für ein Budget, mit welchen Mitteln gehen wir an die Entscheidungsträger ran. Es müssen auch gleiche Regeln gelten, nicht nur für Branchenvertreter, das heißt zum Beispiel die Agrarindustrie, sondern auch wenn einzelne Unternehmen wie Google mit ihren Abteilungen für Lobbyismus dort Mitarbeiter haben, dann müssen die das genauso erklären wie die Branchen. Wir wollen sichtbare Interessensvertretung, weil zu Lobbyismus, das muss man auch sagen, gehört natürlich auch Attac und Greenpeace. Aber wenn eben versteckte Milliarden dort unterwegs sind, dann haben solche Vereinigungen, solche Verbände keine Chance. Und heutzutage ist Brüssel auch deswegen einseits abhängig von Informationen durch die Lobbyisten. Und deswegen müssen wir die Eigenkapazität von Kommission und Parlament stärken. Zum Beispiel durch einen ordentlichen wissenschaftlichen Dienst und neutrale Forschungseinrichtungen. Und wer ehrlich gegen Lobbyismus vorgehen will, der muss dann aber auch sagen, dass die Kommission mehr und nicht weniger Mitarbeiter braucht. Denn das ist, was sie unabhängig macht. Das sagen viele nicht, weil es sich nicht gut anhört, aber das ist die Wahrheit. Und dann stellt euch vor, mit dieser Ausgangslage, mit diesem Programm, es ist Europawahl und alle gehen hin. Dann, liebe Freunde, kommt die Europäische Union und sie wird dann in wenigen Jahren zu einer Union der Menschen und nicht mehr einer Union der Staaten. Und dass es da bei der Europawahl genau auf uns ankommt, das zeigt sich eigentlich auch beim transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP, das gerade verhandelt wird. In Brüssel, Berlin und Washington läuft den Spitzenpolitikern ja gerade recht der Speichel im Mund zusammen, wenn sie von dem großen Wachstum und den neuen Arbeitsplätzen schwärmen, die der Freihandel bringen soll. Nun ist es aber so, dass wir eigentlich schon Freihandel haben. Die Zölle und Quoten zwischen EU und USA sind unten bei nahezu null. Und wenn den politischen Eliten also der Speichel im Mund zusammenläuft, dann ist es nicht aus Freiheitsliebe, sondern weil endlich so lästige Dinge wie Arbeitnehmerschutz, Verbraucherschutz und Umweltstandards fallen könnten. Und das macht natürlich dann den Weg frei für die große Dividende und natürlich für noch mehr Parteispenden von Großunternehmen. Denn der Wohlstand würde einzig und allein diese großen Unternehmen betreffen und würde nichts für uns Otto und Frieda Normalmensch bedeuten und natürlich auch nicht für die kleineren und mittleren Unternehmen. Wachstum, Arbeit und Wohlstand durch das TTIP ist eine böswillige Lüge, weil es nicht mal einer lebendigen Zivilgesellschaft bedarf, um das unrealistisch zu machen. Die Berechnungen dieser Zahlen beruhen darauf, dass es einfach kompletten Freihandel gibt, dass diese Standards komplett auf einem Niveau sind, dass wir Klohühnchen kaufen können,
genauso wie das die Amerikaner zurzeit tun. Dass diese Standards komplett angeglichen sind. Und ich sag euch was, es braucht noch nicht mal eine Zivilgesellschaft. Die nationalen Eigeninteressen verhindern sowas sowieso schon. Und deswegen sind die Wachstumsversprechen, die Arbeitsplatzversprechen eine Lüge. Das Schlimme beim Handelsabkommen ist allerdings, dass Spezialgerichte, Schiedsgerichte, sozusagen Schadensersatzklagen gegen Staaten richten sollen. Kapital vor Mensch ist das, wenn wegen Gesetzen, die wir zum Gemeinwohl erlassen, als Staat Gegenstand von Schadensersatzklagen werden. Und warum? Weil es eine Wettbewerbseinbuße für diese Leute bedeutet, wenn wir Umweltstandards haben, wenn wir sagen, nein, wir wollen keine Chlorhühnchen. Und das ist einfach nur lächerlich, weil, liebe Freunde, hier geht nichts, hier geht es um nichts anderes als die Demokratie und die Menschenwürde, die hier auf dem Verhandlungstisch liegt. Und das darf nicht sein. Deshalb sage ich, Demokratie ist keine Handelsware und Verbraucherschutzstandards sind auch keine Handelshemmnisse. Es sind die notwendigen Antworten des Staates auf die Frage, wie wollen wir eigentlich leben? Denn so bestimmen wir das. Aber mit dem TTIP können wir es nicht mehr. Und das hat auch ärgste Auswirkungen auf unsere Städte und Kommunen. Und das möchte ich an einem Beispiel zeigen. Letztes Jahr war die erste europäische Bürgerinitiative erfolgreich. 1 Million Stimmen wurden gesammelt dafür, dass das Wasser nicht privatisiert werden muss. Und diese Erfahrung europäischer Demokratie, die es davor noch nie gab, könnte einfach so über den Haufen geworfen werden mit dem TTIP. Denn dann ist die öffentliche Hand wiederum eine Wettbewerbsverzerrung und die Privatisierung des Wassers kommt über die Hintertür. Und die Botschaft wäre ganz klar an uns Menschen in Europa: Macht ihr das nur mit der Bürgerbeteiligung? Wir machen das mit dem Raubtierkapitalismus einfach trotzdem. Und das darf nicht sein. Die Piraten werden das TTIP in Brüssel deshalb zu Fall bringen. Ganz genauso wie ACTA schon 2012. Weil es das Ende der Souveränität von uns als Individuen, aber auch von uns als Gemeinwesen bedeutet. Und wir werden die Grünen, mit denen wir im Europaparlament zurzeit in einer Fraktion sitzen, mit ihrer Wischiwaschi-Position nicht länger durchkommen lassen. Wenn sie uns weiter in ihrer Fraktion haben wollen, dann verlangen wir ein klares Nein von dieser gemeinsamen Fraktion, und zwar auch für die Zukunft. Der 25. Mai ist ein Votum über das TTIP und einen Freiheitsgedanken, der eigentlich gar keiner ist. Lasst mich deshalb zum Abschluss kommen. Wir Piraten haben ein klares Programm, um das europäische Projekt auf die nächste Stufe zu holen und auch um die aktuelle Krise zu überwinden. Wir glauben nicht, dass ein neuer Nationalstaat die Antwort sein kann, wenn es gerade nationale Egoismen sind, die diese Probleme verursachen. Wir haben jetzt auch eine Chance, die Trägheit der klassischen Europaparteien zu überwinden und neue Wege zu gehen. Dann kann Europa aber auch kein Elitenprojekt mehr bleiben, sondern muss von unten her neu gegründet werden. Für uns alle persönlich steht nämlich bei der Europawahl was auf dem Spiel. Die Aussicht auf ein Europa, das uns neue Möglichkeiten gibt, das die guten Sachen, die es in Europa schon gibt, endlich zur Durchsetzung auch bringt. Dass das Parlament sich nicht mehr den Mund fusselig redet und auf taube Ohren steht, weil die Mitgliedstaaten dann einfach Nein sagen können. Und auch in Sachen TTIP. Wenn Sie mal Ihre Nachbarn fragen, wir alle haben eine ziemlich eindeutige Haltung dazu, viele Parteien verteidigen sie aber. Und deswegen brauchen wir bei der Europawahl jeden Einzelnen. Es geht diesmal nicht um die Mitgliedstaaten, es geht nicht um Regierung. Es geht um uns. Und deshalb geht wählen, überzeugt andere wählen zu gehen, dann klappt das mit der europäischen Demokratie und am Wahltag verkünden dann die Medien neben den Prozentzahlen auch, dass Europawahl war und alle hingegangen sind. Danke euch.